Stefan Raab alias Alf Igel, du hast ja nun, du bist ja verantwortlich für das Lied von Gildehorn. Hast du damit gerechnet, dass das so abgehen würde? Also wir sind auch alle überrascht und wir freuen uns natürlich sehr. Also als mich Gildo kurz vor Weihnachten hat er mich angerufen und hat mir gesagt, du, ich habe eine total geile Sache, ich darf da teilnehmen. Hast nicht ein Lied für mich und oder kannst nicht anschreiben? Da bin ich irgendwie, das habe ich dann irgendwie mal nachts, habe ich so die Anfänge davon geschrieben und dann habe ich das fertig gemacht, ihm das vorgestellt. Und da waren mehrere Titel noch in der Auswahl und dann haben sie sich für das Lied entschieden. Aber dass das solche dramatischen Ausmaße annimmt, da haben wir nicht im Kühnsten von geträumt. Da gab es Autokorsos in verschiedenen Städten und weiß nicht, die Ministerpräsidenten haben gratuliert und was weiß ich nicht. Das ist unglaublich. Also, kein gutes Zeichen. Ich möchte mal was dazu sagen, darf ich kurz? Ja, bitte, ich will nur kurz sagen, in Deutschland gibt es eine riesen Popkultur und wir müssen uns nicht mehr schämen. Da gibt es so viele tolle Musiker und Bands und diese Show gehört uns. Yeah. Die haben wir uns gekauft und da dürfen in Zukunft nicht nur Ralf Siegel, ich habe eine Hochachtung vor Ralf Siegel, aber diese Machtpositionen, die müssen geknackt werden. Und das haben wir gestern gemacht, das hat Gildo gemacht. Das ist sein Verdienst und dafür gebührt ihm Beifall. Aber ich meine, die Presse war auch nicht ganz unschuldig daran. Ich glaube, Gildehorn war mehrfach auf Seite 1 der Bild-Zeitung und auch in anderen Zeitungen. Ja, und jeder hat die Möglichkeit, kreativ zu sein. Und wer kreativ ist, der erntet immer. Das ist so. Ne? Aber was hat denn eigentlich Ralf Siegel zu Alf Igel und überhaupt zu dem Ganzen gesagt? Wie gesagt, er hat meinen absoluten Respekt, aber er muss sich ein bisschen locker machen, tut mir leid. Ja, aber darum geht es auch gar nicht. Wir haben uns einfach alle lieb, das finde ich toll. Ja, es geht auch gar nicht darum, dass man das alles gut finden muss. Jeder hat ja seinen persönlichen Geschmack, aber es geht hier darum, dass er da was bewirkt hat.